Egal wo, alles dreht sich für ihn. Jürgen Leppert ist der Dreher von Karlsruhe. Drehen ist die älteste Droge der Welt, bin ich ganz sicher. Wenn er sich nicht selbst dreht, dreht sich bei ihm alles nur um eins. In seiner Werkstatt baut der Diplom-Ingenieur seine eigenen Lautsprecher. Also Lautsprecher habe ich schon gebaut als Jüngling. In besetzten Häusern und so gab es Räume, wo man sich getroffen hat. Und da habe ich dann Lautsprecher gebaut. Statt eckig und schwer sind seine Boxen rund und federleicht. Alles, was Druck oder Unterdruck aushalten muss, ist gekrümmt, weil das ist ja einfach nur logisch. Ne? Meine Lautsprecher haben eine Wandstärke von 7 mm. Wenn du mit Buchsenbauer sagst, oh, da baut einer geile Teile, ja, und die Wandstärke, das Gehäuse ist aus Hartpapier und die Wandstärke beträgt 7 mm, dann schlägt er sich auf die Schenkel und sagt, sag mal, was rauchst du oder was hast du eingeworfen, ja. Damit hätte er viel Geld verdienen können, aber es läuft nicht immer alles rund. 1982 wird seine Lautsprecher-Idee, sein Lebenswerk, gestohlen. Sein finanzielles Aus. Ich war buchstäblich am Arsch. Ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen, bin krank geworden. Die Boxen stehen bei ihm immer im Vordergrund. Jürgen gibt seinen Traum nicht auf. Am Ende entscheidet das Gericht für ihn. Das Geld ist zwar weg, aber er bleibt positiv. Karlsruhe ist eigentlich Schlossplatz, ist geil. Wo gibt's das, dass du vom Zentrum innerhalb von 2 Minuten auf einem Platz bist, wenn sie ihn auch zunehmend ruinieren, Bäume abhacken für so einen bescheuerten Weg da. Der Karlsruher Schlosspark ist sein zweites Zuhause. Hier spielt er Frisbee und verbringt seine Freizeit am liebsten an der frischen Luft. Naturschutz liegt ihm sehr am Herzen. Innerhalb von einer Mikrosekunde, Milliardstelsekunde, verpulvern wir, verbrennen wir, verstinken wir 80-90% der Ressourcen. Und nicht nur das, dass wir die Ressourcen verbrennen, verprassen, verdummbeuteln, verscheißern, ja, vermüllen. Wir vernichten Lebensgrundlagen. Deshalb ist auch sein größter Schatz seine Katze Monster. Im Gegensatz zu ihr verzichtet Jürgen auf Fleisch. Seine Lebensweise hält ihn mit seinen 75 Jahren topfit und kein Ende in Sicht. Auch ohne die Millionen. Jürgen hat den Dreh fürs Leben raus.